Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alicent City Farm. Wir haben in der letzten Folge, weiß ich gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Ich glaube, wir haben angesät. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ich war jetzt einige Tage hier weg vom Hof, wenn nicht sogar einen Monat oder ein paar Wochen. Aber es hat sich. Ne, wir haben noch gar nichts angepflanzt. Wir müssen ja noch anpflanzen anscheinend. Na gut. Was ist da für ein gelbes Ding? Da gucken wir gleich mal nach. Na, auf jeden Fall würde ich sagen, den sehen wir mal an. Und dann müssen wir gucken, wo wir den Trigger haben. Das ist eine Sämaschine. Aber ich glaube, da kaufen wir uns erstmal eine neue. Was haben wir hier nochmal drin gehabt? Oder wollen wir mit dem kommen? Wollen wir mit dem auf dem Feld? Ja, ne? Komm, wir fahren mit dem auf dem Acker. Okay, der läuft wenigstens noch. Wenigstens läuft der ja noch, ne? Na gut, dann gucke ich einmal, dass ich mich nochmal umziehe. Ich glaube, habe ich mir noch Feuerwerk-Einsatzteilung an. Sehen wir es gleich wieder. So, ich habe mich jetzt gerne umgezogen. Würde ich sagen, hoffen wir mal, dass er auch noch fährt. Weil das ist wiederum die andere Sache. Ob er anspringt, alles okay. Aber ob er fährt. Man kann die Tür wegnehmen. Kommt es auch von der anderen Seite? Nee. Ah, so. Können wir euch auflassen, oder? Hinterfahrt. So, Bremse, Kupplung und dann. Ja, läuft. So, dann lassen wir dann auch mal den Peter machen. Also der Peter seht für uns gleich an. Und dann gucken wir mal, was da hinten für ein gelbes Ding da im Busch ist. Ah, wir haben noch kein Saatgut. Na komm, das kauft sich der Peter, glaube ich, selber. Nee, ich will kurz sagen, gut, bin gleich wieder da, Leute. Also gut, der Peter hat mir gerade die Saatkuppel noch hinstellt. Der will jetzt anscheinend anfangen zu sehen. Genau. So, Leute, anscheinend hat der Peter gerade keine Lust, deswegen machen wir das später. Ich will jetzt erstmal gucken, was das da für ein Fahrzeug ist. Das ist ein Kirovets. Das ist ein Kirovets. H700A. Wenn wir der aufgeschlossen ist, dann fress ich aber echt einen Besen, ne? Also denn. Der ist auch noch. Also, ich werde erstmal die Batterie überprüfen. Also eine Klimaanlage. Mal einfach mal probieren, ob vielleicht die Batterie dann noch Schrott ist. Cool, probieren es mal.
keine Chance. Batterie 82%. Also die ist einfach okay. Na komm, probieren es nochmal. Oh Leute. Alter, das ist denn unser erster Großtraktor, ne? Alter. Der ist schon groß. Ja gut, ist natürlich, dass er groß ist, aber... Alter. Mal so einen Rechtslenker zu fahren, ist der denn überhaupt noch angemeldet? Der ist angemeldet. What? Glaube ich kein TÜV mehr, aber TÜV brauchen wir auch gar nicht. Der wird sowieso nicht auf die Straße kommen, oder? Na, vielleicht. So. Guck ich mal. Boah, Alter. Junge, lässt sich. Der lenkt aber schon etwas schwerer, ey. Da war ein Kirovetz da gefunden. Passen wir hier unter durch? Passen hier wirklich durch. Dann ist der wirklich eigentlich perfekt hier für die Hofarbeit. Groß, aber passt überall durch. So, packen wir den hier mal ein. Oh nee, klappt doch nicht. Passt doch wenigstens hier oben rein, wenn der überhaupt hier lang passt, ey. Der hat so eine dicken Reifen. Wenn wir da jetzt aufsetzen. Na? Da passt mir nicht durch, wenn wir hier schon kaum durchpassen. Ja gut, das Abstellen wird ja schwierig. Aber wollen wir dann einfach mal auf der Straße fahren? Oh, wenn das die Polizei erwischt, ey. Na komm, wir fahren auf die Straße. Wird schon nichts passieren. So. Obwohl es eigentlich die Kontrollzeit gerade so morgens. Machen wir eigentlich morgens, mittags, abends ja mal eine Kontrollfahrt. Das ist immer ein bisschen. Gucken, ob er so viel Kraft hat, ob wir hier hinten hochkommen, Alter. Ist ja easy für den, ey. Alter. Ich will da jetzt nicht die Wand zerstören. Na gut, wir fahren jetzt einfach mal gleich runter. Auch wenn er auch. Also sollte zumindest. Oder er lässt uns sogar vor. Nett. So, dann fahren wir mal. Oh, warte mal. Ich sehe Blaulicht. Oh nein. Nein. Oh nee, Leute. Na gut, Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn ich das geklärt habe. So, Leute, ich habe mich jetzt gerade nochmal ins Auto gesetzt, der Trigger. Die meinten jetzt, ich kann jetzt noch kurz zum Feld hinfahren, aber. Ich glaube, ab dann wird es erstmal 2 Monate keine Folge geben. Ich war schon weg. Naja, die eskortieren mich jetzt noch dahin. Wir können ja wenigstens noch die Feldarbeit und so machen. Aber auf der Straße fahren. Der Club, das machen wir nie wieder. Naja. Ah, komm. Die Feldarbeit machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Damit. Ciao, Kakao.